Die Unterrichtseinheit ist so gegliedert, dass ich zunächst den Begriff des Datentyps einführen werde. Wir werden uns dann nochmal mit Variablen beschäftigen, mit Literalen. Ausdrücke werden verallgemeinert. Ich werde die Operatoren, die Java zur Verfügung stellt, kurz erläutern. Ich werde auf Strings bzw. Zeichenketten eingehen. Eingabeanweisungen, das heißt Anweisungen, die es erlauben, über die Tastatur Zeichen einzugeben, die werden erweitert. Und dann folgen eine Reihe von Beispielen, die all das, was wir vorher gehört haben, verdeutlichen sollen. Die Unterrichtseinheit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung.